Kapital wählt seit über 10 Jahren Deutschlands Top 40 unter 40. Das sind Menschen, die aus allen Teilen der Gesellschaft kommen und unsere Zukunft mitgestalten werden. Und einmal im Jahr bringen wir diese Top-Talente zusammen auf dem Junge-Elite-Gipfel von Kapital. In diesem Jahr sind wir zu Gast bei Roland Berger und bei Spielfeld in Berlin-Kreuzberg. What is special about this event is gathering people from different origins, politicians, business, researchers, and trying to crack things together and exchange. That's the most powerful setup. Lebenslanges Lernen bedeutet für mich, die Offenheit, sich mit unterschiedlichen Perspektiven auseinanderzusetzen und auch das Wissen zu vermitteln und dabei quasi zu lernen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Total toll, die Geschichten von den anderen Leuten in der jungen Elite zu hören, wie die zu dem gekommen sind, wo sie jetzt sind. Also total spannende Geschichten und natürlich auch total spannende Leute, die man hier kennenlernt. Wir haben es ja gerade eben auf der Bühne gehört. Es ging darum, dass eigentlich jeder Entwickler sein sollte und Techie und Nerd. Grundsätzlich ja, also unsere Welt bewegt sich wahnsinnig schnell. Und ich finde, wir sollten tatsächlich die Grundfesten neuer Entwicklungen mindestens die Basis davon verstehen. Ich habe einmal was gelernt und dann bin ich fertig, das gibt es nicht mehr. Das ist auch nicht zukunftsfähig, bin ich der Meinung. Und es ist egal, ob das mich als Individuum betrifft oder meine Organisation. Ich glaube, das Arbeiten in Iterationsschleifen und den Zustand des Aktuellen immer nur als Prototyp zu betrachten, das ist das, was es zurzeit braucht und woran eben viele alte Strukturen auch eher kranken. Das Besondere ist, dass man mit Menschen zusammenkommt, die man zwar schon mal gesehen hat, aber hier in der Kombination aus Wissenschaft, Wirtschaft, öffentlichen Institutionen und so weiter zusammenkommen kann und ganz unterschiedliche Perspektiven zusammenbringt. Und das ist immer sehr erhellend und erfrischend. Wir haben heute auch gelernt, dass wir als Vorbilder vorangehen wollen, um diese Themen den nötigen Stellenwert zu geben und dass es ungemein wichtig ist, das nach vorne zu treiben.